Bedienung! Hallo, ich bin schon da. Ich helfe Ihnen. Hektik im größten China-Restaurant der Welt. 6 Tonnen Lebensmittel pro Tag, Berge von Töpfen und mehrere hundert Arbeiter. Wir sind in der chinesischen Megametropole Chongqing. In der größten Stadt der Welt steht auch das größte China-Restaurant der Welt. Auf einer Fläche von rund 30 Fußballfeldern erstreckt sich auf einem Gipfel am Rande der Stadt das Rekordrestaurant. Es hat mehr als 1000 Tische und Platz für fast 6000 Gäste. Viel zu tun für die Angestellten. Eine davon ist die 24-jährige Liu Ray. Es ist 8.50 Uhr, kurz vor Arbeitsbeginn. Hallo, kommt hier entlang. Wir folgen Ray heute auf Schritt und Tritt und erleben mit ihr einen Tag im größten China-Restaurant der Welt. Bevor sie sich an die Arbeit macht, tritt sie mit ihren Kollegen zum Appell an. Alle festen Mitarbeiter treffen sich hier und melden sich zum Dienst. Wir sprechen am Morgen über den vergangenen Tag und bekommen Feedback. Das heiße Wetter von gestern wird auch im Juli und August anhalten. Wir müssen ab jetzt auf Sonnenstiche und eine korrekte Kühlung achten. Passt auf, dass ihr nicht zusammenklappt. In China sind morgendliche Appelle ganz normal. Vom Friseur über Immobilienmakler bis hin zu Lieferfahrern. Überall wird noch vor der Arbeit gemeinsam der Tag besprochen und kollektiv motiviert. Bevor Ray ihre Arbeit beginnt, statten wir sie mit einem Schrittzähler aus. Wir möchten wissen, wie viele Schritte sie pro Tag zu laufen hat. Denn die Wege im größten China-Restaurant der Welt sind lang. Zwischen den 6000 Sitzplätzen, 8 Toiletten und 10 Küchen liegen bis zu 130 Meter. Rays erste Station ist eine der Küchen. Obwohl sie als Bedienung arbeitet, geht es zu Beginn des Tages erstmal ans Gemüseputzen. Die ersten Gäste kommen zum Mittagessen vorbei. Der große Trubel wird zum Abendessen erwartet. Ray arbeitet nun für die nächsten 2 Stunden hier. In dieser Küche bereiten die Mitarbeiter einige der Spezialitäten des Restaurants vorab vor. Wir haben am Morgen eine Lücke, die wir so sinnvoll nutzen. Die Küchenhilfen schneiden das Gemüse per Hand. Wir sind dafür da, ihnen dabei zu helfen. Bis 11 Uhr müssen die Gerichte vorbereitet sein. 6000 Kilogramm Lebensmittel gehen hier im Schnitt pro Tag aus den Küchen an die Tische. Davon macht allein der Salat knapp 300 Kilo aus. Nach Gefühl arbeitet man hier aber nicht. Im größten China-Restaurant der Welt geht es geordnet zu. Es hat einen Grund, warum jeder Teller vorab gewogen wird. Jedes Gericht hat eine Standardgröße. Dieses hier muss immer 65 Gramm wiegen. Nachdem Ray ihre Arbeit in der Küche beendet hat, geht sie zu ihrem Bereich. Jeder Kellner betreut bis zu 20 Tische, die in einem Bereich des Restaurants liegen. Mit den Kollegen kommuniziert sie per Walkie-Talkie. Stell dich später an den Eingang, dann melde ich mich bei dir. Bitte antworte mir dann. Ich leite die Gäste zu dir. Wir nutzen unsere Chance und werfen einen Blick in die Karte, bevor die ersten Gäste kommen. Was auffällt, es gibt mehr als 60 Gerichte, die man hier bestellen kann. Nicht nur der Weg zum Tisch ähnelt einem Labyrinth, auch die Karte wirkt auf uns eher unübersichtlich. Im Grunde handelt es sich bei den Gerichten um einzelne Zutaten. In diesem Restaurant wird der sogenannte Hotpot angeboten. In jedem Tisch sind mittig große Kochflächen eingelassen. Hier kommen später Töpfe mit kochend heißen Suppen hinein. Den sogenannten Feuertopf kann man wohl am besten mit dem Fondue vergleichen. Das Konzept ist simpel.
In der Mitte befindet sich ein großer Topf mit heißer Suppe. Der im Tisch integrierte Elektroherd sorgt dafür, dass alles durchgehend brodelt. Die Gäste bestimmen die Zutaten selbst und legen verschiedene Fleischsorten, Fisch oder Gemüse hinein. Am Ende landet man im Schnitt pro Person bei umgerechnet etwa 20 Euro. Um 11.30 Uhr treffen wir den Küchenchef des Restaurants. Wang Xiaobo ist 34 Jahre alt und betreut eine von insgesamt 10 Küchen. Er arbeitet hier mit einem Team von mehr als 100 Köchen zusammen. Ich habe direkt nach der Schule hier angefangen zu arbeiten. Ich habe als Aushilfe angefangen und mich dann einfach in die Arbeit verliebt. Gehen möchte ich jetzt nicht mehr. Das Gehalt ist gut und ich finde, dass die Leute hier super und extrem entspannt sind. Das gilt so lange, wie die ersten Gäste noch auf dem Weg und nicht angekommen sind. Für Ray beginnt jetzt die heiße Phase. Wir müssen die Tische vorbereiten, weil extrem viele Reservierungen eingegangen sind. Zum Beispiel sind allein in diesem Bereich schon 6 Tische reserviert. Aber Moment bitte, ich muss die ersten Gäste begrüßen. Suchen Sie einen Platz? Ich habe 2 Tische reserviert. Diese 2 Tische sind es. Willkommen. Mit Klimaanlage. 1006? Hier hoch. Die Gäste von 1006 kommen. Gehen Sie hier hoch. Dieser hübsche Kerl bringt Sie dorthin. Sie gehören zusammen? Hier entlang, bitte. Zurück in der Küche von Wang Xiaobo. Hier gehen die ersten Bestellungen ein. Die am Morgen vorbereiteten Teller landen hier nun entsprechend der Bestellung mit weiteren Zutaten auf Küchentabletts. Xiaobo sorgt für einen reibungslosen Ablauf, muss aber auch immer wieder selbst Hand anlegen. So wird das Essen serviert. Wenn ich zu sehr im Stress bin, breche ich bei der Arbeit fast zusammen. Dann kommt auch die Angst dazu. Ich will die Gäste nicht zu lange warten lassen. Wenn es noch stressiger ist, bin ich nicht der Einzige, der hier die Tabletts fertig macht, sondern habe noch 2 bis 3 weitere Helfer zum Servieren. Nachdem die Tabletts die Küche von Xiaobo verlassen haben, übernehmen diese Träger zum Tisch der Gäste. Bis zu 20 Kilogramm tragen sie. Auch zu den Tischen von Ray. Es ist jetzt ordentlich voll hier. Bedienung! Ja, hallo. Ich bin schon da. Ich helfe Ihnen. Statt Handzeichen zu geben, rufen Chinesen in Restaurants nach der Bedienung. In China würde man sonst lange warten. Es ist einfach meist zu laut und hektisch für Höflichkeiten. Bedienung! Wie kann ich helfen? Ich habe nur eine Beilage gewählt. Kein Problem, schicke ich zurück. Das tausche ich. Den Kindern ist es zu scharf. Dann tauschen wir es mit Entensuppe. Wartet bitte, das dauert etwas. Es ist nun Abend. Auf fast allen Tischen brodelt es. Der Feuertopf, der hier in Chongqing gegessen wird, zählt zu den schärfsten des Landes. Hier entstand der sogenannte Mala-Hotpot mit würziger Schärfe durch Sichuan-Pfeffer und vielen Chilis. Chongqings rauem Klima angepasst, dient der Hotpot als wärmende Mahlzeit und als Seelentröster. Was halten die Gäste von der Rekordkulisse im größten China-Restaurant der Welt? Ich habe so etwas noch nie gesehen. So viele Menschen, die Hotpot essen, es ist riesig. Wir sind zum ersten Mal hier. Es ist der Wahnsinn. Es ist bereits 21 Uhr. Die ersten Gäste sind mit dem Essen fertig. Sogenannte Bang-Bang-Träger tragen das benutzte Geschirr in die Spülküchen. Bis zu 80 Kilogramm tragen sie auf ihren Schultern. Aufgrund der vielen Berge und Stufen hat sich hier diese Art des Transports etabliert. Bitte langsam. Und vergessen Sie nichts am Tisch. Bis bald. Der Feierabend ist nah. Viele Tische leeren sich. Auch bei Ray fällt die Anspannung des Tages langsam ab. Jetzt ist es etwas entspannter.
Als ich zu Beginn die Gäste zu den Tischen führte, hatte ich Angst, dass es keine Sitzplätze mehr geben würde. Jetzt, wo die Plätze frei sind, habe ich nicht mehr Angst, keinen Platz zu finden. Von 9 Uhr morgens bis 23 Uhr dauert Rays Schicht. Zwischen Mittag und Abendessen gibt es eine Pause von 4 Stunden. 6 Tage die Woche ist Ray dafür aber im Einsatz. Zeit, auf den Schrittzähler zu blicken. 26.310 Schritte sind es am Ende des Arbeitstages. Das entspricht in etwa 16 Kilometern. 10 Kilometer mehr pro Tag, als ein erwachsener Mensch durchschnittlich zurücklegt. Bereit, nach Hause zu gehen, die Füße in heißes Wasser zu tauchen, zu duschen, sich hinzulegen und den Tag zu beenden. Rund 6.000 Plätze, 400 Mitarbeiter und 6 Tonnen Essen pro Tag. Das größte China-Restaurant der Welt ist nicht nur ein Rekordhalter, sondern auch ein echter Hingucker.